Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lies of P. Geht das eigentlich? Das wollte ich noch nachgucken. Glaube nicht. Kann nicht mit der Waffe hergenommen werden. I know my way. So, das hier macht, ob ich viel mit dem Schaden und Zeug aus. Große stumpfe Waffe. Großen Rohrzange. Weiß nicht, traue mich das noch nicht so richtig mit den Waffen montieren. Ich hätte halt gern einzelne Waffenteile, damit ich nicht alles auseinanderreißen muss. Oh. So, dann wollen wir da jetzt mal hin. Schauen wir mal, ob wir dem Kerl jetzt mal in den Rücken fallen können. Man, jetzt haben wir es ja nicht weit bis zu dem. So, habe ich endlich den mal geschafft. Was haben wir denn hier eigentlich? Erhöht maximale P, erhöht den Schaden der Puppen zugefügt. Und jetzt haben wir einen, der das maximale Gewicht erhöht. Dann braucht man noch nicht. Oh. Alter, das Viech, ey. Ist jetzt wieder da? Nee. Wieder ganz viele Tote. Wo geht's hier hin?
Ein Sichelmondstein. Reiseführer der Mondscheinstadt. So. Noch ein Sichelmondstein. Ein prachtvolles Ergo-Fragment, sehr schön. Die Schlucht hier fertig. Und können die Leiter hier benutzen. Haben uns gefühlt schon die halbe Stadt dadurch gespart. Mann, so, da geht's sicher weiter. Wir wollen aber erst mal. Ich bin so blöd. Ich sehe es noch, ich denk's mir und denk, dann fällt's runter, ohne dass ich runterfallen. Ich laufe trotzdem weiter. Muss schon gescheit blöd sein. Komm her. Du Mistviech. Ein Sägeblatt. Ja, war halt eigentlich eine Falle, ne? Die jetzt nur bei uns nicht funktioniert hat, weil ich halt von hinten rein bin. Sehr schön. Aber wir wollen trotzdem nochmal das Ding da unten an den Stargazer. Weil das hat mich jetzt wieder meine ganzen Heilungen gekostet. Und ich kann schon wieder aufleveln, weil ich nicht viele Seelen bekomme. Ergo-Fragmente, Zeug bekommen habe. Oh. Oh, oh, oh. I'll use my power. Macht halt Blitz immer noch. Schön und weiter. Dieses ewige Hin- und Herreisen ist zwar ein bisschen nervig, langsam, aber naja. Es hilft nichts. Nicht das erste Souls-like, das so funktioniert. Sicher auch nicht das letzte. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch. Das ist nur am Anfang so. Ich meine, in Dark Souls, wie lange hat man sich da beim ersten Teil immer gedacht, oh, hoffentlich gibt's bald einen. War blöd. Wieder ein Leben weniger. Jetzt finden wir aber viel Zeug.
Vögelchen. Denk mir mal, warum sollte ich mich da irgendwo hingehen lassen, wenn da dann nichts ist? Du misst dich immer. Eine Truhe. Standard Korrosionsbeständigkeit zu Konverter. Okay. So, und hier darf ich wieder raus. Ja, da soll man also nicht hin. Stelle ich mir wieder die Frage, warum? Was ist jetzt dann offen? Du willst mir bestimmt ans Leder. Do you want to go up, child? I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. I still don't know what happened, but I do know this. The cathedral is off limits, forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you a stalker? You've been warned, child. I am a sinner who could not save the ones I loved. If I let you go up there, that will only compound my sin. Even if it hurts, persevere, my child. Having only one leg and one arm should curb your curiosity. Child, only the worthy may pass. Na, okay. Aber ich wollte jetzt mal nicht lügen. Wenn sie ja töten, hilft ja nix. Tut mir ja auch eh so leicht mit den ganzen Gegnern hier. Wish to witness more death.
you'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Ich wollte doch weg von dir, blöde Kuh. Cherish your life. I do not wish to witness more death. Your life. I do not wish to witness more. Danke. The cursed angel's wing. Oh, Mase, die Gesühnte. Da haben wir den Schlüssel bekommen. Dafür die Wahrheit gesagt. Und ich weiß nicht, die Stalker klingen echt nicht so, als ob ich zu denen gehören wollen wir. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid. Frangelico, wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krat. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. Überleg, wo das Hotel ist. You look annoyed. What I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Oh, something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets. That's to be expected, but what is that? Da waren wir schon lange nicht mehr im Hotel, um aufzuleveln. Aber ich sterbe jetzt im Moment einfach zu oft, als dass ich ein Level irgendwo liegen lassen will. Und wir können unsere Waffe nämlich, glaube ich, auch upgraden. I know my way. I'll use my power. So, 20 ist erstmal genug. Bad des Elends. Klingt nicht gut. Klingt nicht lustig. Du denn für ein ekelhaftes Vieh? No idea what those things are, pal. Approach with caution.
Kriegen wir die ersten menschlichen Gegner, ha? Ein Mondstein nochmal. Aber das dachte ich mir schon, gegen die eigentlich ein Schwert dann besser. Geheilt. Den Graben auch säubern. Ist hier dann ein sehr schickes Gebiet, finde ich. Es macht was her, ist cool. Es führt auch nur hier hinter. Jetzt haben wir jetzt hier, wenn St. Francelico fällt, seinen letzten Atemzug tut, werden sich die Engel Gottes um ihn kümmern. Da wären wir nämlich wieder durchgefallen. What's their problem? Wait, their bodies are strangely altered. I don't know what's going on, but keep those eyes of yours open. So, überrascht mich nicht, bin's allen zu sehr gewöhnt. Gebet einer Frau. Gott, ich bete von ganzem Herzen. Bitte wende deinen Zorn von Krat ab. Wo geht das hier hin? Kann ich nicht anvisieren. Scheint kein Böser zu sein. Ah, Mercy, I beg you, don't kill me. I thought you were from the organization. Never mind. My name is Janjo. I'm an pharmacist. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin fruit. I was able to use medicine to slow the infection spread,
I have the petrification disease, and I need a cure. Sorry, I ramble when I'm nervous. Read this. It'll explain things faster than I can. So, Jums Ballade. Es geht also um eine sagenumwobene Frucht. Du wirst aufständig um das Land Gottes kümmern, wenn der Engel seine Schwingen ausbreiten, den Heiligen nicht so schnell lesen können, umarmt und die Kälte vergessen ist. Also, der ist ein Alchemist, auch wenn er behauptet, ein Apotheker zu sein. Ich habe den Versprecher schon gemerkt. Dann kann ich jetzt nochmal mit ihm reden? Sagt er nochmal was? Many substances can be poisonous. The precise dose is what separates medicine from poison. The gold coin fruit might just be a myth. But in the midst of an epidemic, it might be our salvation. Can you let me know if you find it? I'll give you this by way of payment. Würfel. Es gibt verschiedene Arten von Wundstein, die auf Würfeln angebracht werden können. Die Verwendung von Würfeln verbraucht Wundstein. Du kannst einen Wundstein auf einem Würfel ausrüsten oder ihn durch Janjo oder einen Stargazer wieder auffüllen. Wussten, wie man Wünsche erfüllen konnte. Okay, es gibt also eine Art. St. Frangelico Cathedral. You can find me there if you need me. Okay. Hier geht auch zur Kathedrale. Weiß nicht, ob das nicht sogar die hier ist. Was für eine Kathedrale, zu klein, oder? Naja, wobei, ist schon groß. Ein Feuerschleifmittel. Da, hier komm mal her, da ist nix, da war mal. Dann den. Zur irgendeine Puppe. Das schaut eher nach einer Kathedrale aus. Da vorne kämpfen versteinerte Menschen gegen Puppen. Das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.